Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Devil May Cry 4. Wir sind jetzt bei der dritten Mission angelangt und springen mal direkt ins Geschehen. Wir brauchen wieder ein Kostüm. Ja, jener da. Der weiße Flügel. Durchsuchen Sie Schloss Fortuna. Was habe ich denn hier bei den Power-Ups alles? Objekte? Mehr Lebenskraft? Blaue Kugel? Erhöht die maximale Lebenskraft. Kann ich mir den leisten? Nein. Ich habe nicht genug rote Kugeln. Okay. Nun gut, das dauert noch. Fähigkeiten. Die Laufgeschwindigkeit erhöht sich. Achso, habe ich bereits. Okay. Ich hier mal alles. Keine Ahnung, ob das gut war oder nicht. Wir beginnen jetzt die Mission Los Fortuna durchsuchen. Ich höre Gegner. Huch. Lief da ganz gut. Wo geht's hier lang? Hier hoch vielleicht? Nein. Ah. Aha. Da kann ich drauf hopsen. Kann ich hier rein? Huch. Komm ich da nicht mehr hoch? Oder wie? Oder was? Okay. Jetzt. Ja, fast. Hier wollte ich rein. Okay. Ja, so langsam wird's doch. Da kann ich nicht lang, okay. Dann hier vielleicht. Ja. Da geht's nicht rein, oder? Doch, hier geht es rein. Bin ich hier richtig? Ich auf jeden Fall etwas. Die Kamera ist wirklich sehr, sehr verstörend. Hab ich ja in den letzten Episoden schon gesagt. Ist überhaupt nicht mein Ding. Ist das das Schloss? Okay, da fällt einfach mal ein Turm um.
Huch? Wer bist denn du? Oder wer seid denn ihr, besser gesagt? Ich glaube, das sind keine Freunde. Huch! Tierchen mit dem anderen Tierchen abgeschossen, okay. Sind beide tot? Ja, sehr schön. Da liegt er. What? Was blinkert denn hier blau? What? Huch! Was war denn das? Ja, irgendwas ist hier. Ah ja. Darauf wollte es mich aufmerksam machen, okay. Das sieht aus wie ein Schloss. Ich glaube, da müssen wir hin. Wer bist denn du? Bist du Freund oder Feind? Hübsche Augen. You're from the Order? I've never seen you before. I'm new. Gloria. Er muss doch furchtbar kalt sein. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Möge der Erlöser mit uns sein. Genau. Sehr hübsch ausgedrückt. Bin mal gespannt, ob wir auf die Dame noch einmal treffen werden. Gehen wir mal da rein.
Sie haben nicht die Kraft, diesen rostigen Sarg zu zerstören. Nur was Eindruck hinterlässt, kann ihn aufbrechen. Ich wollte ihn doch gar nicht zerstören. Ich wollte da drüber hoppeln. Na gut. Ich erinnere mich dunkel, dass... ja. Hier sind die Kreiselklingen. Wer unsere Kraft in Anspruch nehmen will, muss uns Anima Mercury bringen. Wer ist denn Anima Mercury? Das sagt, ich soll wieder raus. Ich will aber nicht raus. Bin eben hier reingegangen. Ich kann mich ganz dunkel noch an diese Mission erinnern. Ich weiß, ich habe hier richtig lange gesessen. Ich begriffen hatte, was ich hier überhaupt machen muss. Schau an. Was ist noch so ein Dingens? Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Da ist er. Schnetzel, Schnetzel. Da ist noch einer. Und was ist das? Das muss irgendwie weg und dann komme ich an das Dingens da hinten ran, ja? Ja, je. Ich will da rein. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, okay. Kommt man noch irgendwie da hoch? Irgendwie ging das. Ah ja, hier bin ich vorhin rein, ja. Hier geht es nicht rein. Ich komme da nicht durch, okay. Dann habe ich wohl irgendetwas übersehen. Ich will mal das. Ja, das will ich nicht. Mal hier entlang. Da sind böse Gegner. So. Ich glaube, man konnte sich dann hier irgendwie genau da oben entlang hangeln. Also dafür muss man natürlich erstmal auf die Ebene oben drüber. Wenn man runterfällt, dann spawnen die ganzen Gegner neu. Das war nervig. Ja, mit dieser Kamera hier. Huch, was haben wir hier? Ich habe nicht genügend Kraft. Ach,
Und da sind auch noch die Stacheln da oben, ja. Die haben es nicht einfacher gemacht. Nein? Na super. Dann kämpfen wir noch einmal dagegen. Das Nummer an der Sache ist, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt da oben lang muss. Selbst wenn ich da die andere Seite erreiche. Weiß ich noch nicht mal, ob mir das irgendetwas bringt. Ich wieder darunter. Ja, je. Nun gut. Es blinkert ja dort. Da geht auch ein Gang nach rechts. Versuch es noch einmal. Autsch. Was war denn das? Ich habe da gar nicht nach vorne gedrückt. So, nächster Versuch. Ich glaube, das ist jetzt der vierte Versuch, ja. Einmal nach da, einmal nach da. Aha. Aha, geht doch. Jetzt. Was bist du? Achso, nee, zurück will ich nicht. Ach, jetzt bin ich hier oben. Okay. Noch höher geht es nicht. Auf der riesigen Leinwand ist euer Hochwürden zu erkennen. Es wurde dank des Mannes in Rot zur Erinnerung aufgehängt. Wer ist denn der Mann in Rot?
Hier ist noch irgendetwas. Irgendwas Besonderes. Na gut. Darf mal in die andere Richtung. Schauen, ob es hier noch irgendetwas gibt. Nein. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Dann gehen wir mal hier rein. So. Autsch. Ah ja, der lebt nicht mehr, okay. Bin ich denn hier? Gibt es hier irgendetwas Feines? Ja, schöne Aussicht. Oh, wer bist denn du? Nur ein anderer hat diese Kraft, okay. Dann gehe ich weiter. Autsch. Wir halten ganz schön viel aus. So, und weiter geht's. Hier entlang. Was denn? Geht's nicht weiter? Ah, doch. Oh, was haben wir denn hier? Aha. Sehr schön. Ich darf erstmal noch hier hin. Hier ist nichts weiter, nein. Okay. Das heißt, anscheinend kann ich jetzt auch von unten hier hochhoppeln. Okay. Da kommen Gegner. Und da hinten ist schon wieder so ein Kreisel. Habe ich es jetzt? Ja.
Wir sind die Kreiselklingen. Anima Mercury. Hier durch. Ach, hier war ich da eben. Verdammt. Jetzt kommen die Gegner wieder, oder? Ah, doch nicht. Hier geht's gar nicht weiter. Doch, hier. Wo bin ich denn jetzt? Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier. Das ist nur nicht was. Na gut. Wer bist du? Ach, hier kann ich Zeugs aufwerten, ja. Genau. Oh, eingesperrt. Didn't figure this guy for a bookworm. Wer bist denn du? One way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? Ich fürchte, er ist ein Dämon. Silent type, huh? Well, that's annoying. Too much friendly banter. You wanna fight? Come on. Okay. Was denn das mal alles? Oh, da ist ja noch einer. Aber. Fällt er um und verliert seinen Kopf. Aha. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht wichtig aus. Gehen wir mal da rein. Dem leblosen Leben ein. Anima Mercury. Das ist ja das, was wir
Was die Kreiseklingen sagt, dann bringen wir das Dingens. Und dann ist die Mission auch schon erfüllt. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss noch zurückrennen. Da war ja auch noch irgendwas mit diesem Sarg da. Okay. Aber ich nehme mal an, das sehen wir dann in der nächsten Mission. Und zeitgleich in der nächsten Episode. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Devil May Cry in Zukunft sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.